Herzlich willkommen zur 21. Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Willkommen zur Außenpolitischen Jahrestagung. Ich bin Giorgio Franceschini, der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier an der Stiftung, und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Vorabinformationen zu unserer Veranstaltung. For our international guests who do not speak German, please activate the English channel by clicking on the globe at the bottom of your screen. Unsere Veranstaltung ist zweisprachig. Wir fangen erstmal in Deutsch an und werden dann eine englische Podiumsdiskussion haben und enden wiederum in Deutsch. Wir möchten in den nächsten 90 Minuten auch mit Ihnen ins Gespräch kommen und bitten Sie erstmal ein Smartphone, so Sie alles griffbereit haben, erstmal griffbereit zu halten. Dazu gleich mehr. Sie können mit uns über die Chat-Funktion in Kontakt treten, wenn Sie ein technisches Problem haben. Der technische Chat-Support meldet sich gerade bei Ihnen und hilft Ihnen gerne, falls Sie ein Problem haben. Wenn Sie gerne twittern, würden wir uns freuen, wenn Sie den Hashtag benutzen, den Sie hinter mir sehen, Hashtag AUPO2021. Und interessante Beobachtungen unserer Veranstaltung twittern würden. Das Thema der 21. Außenpolitischen Jahrestagung ist die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, die Debatte um strategische Autonomie oder strategische Souveränität der EU und die Frage, wie sich die EU in einer sich verschärfenden Großmachtkonkurrenz positionieren soll. Wir werden diese Debatte einmal europäisch, einmal transatlantisch und einmal grün führen. Was heißt das? Das heißt, wir haben drei Veranstaltungen und werden heute erstmal auf die innereuropäische Debatte eingehen. Wir werden nächsten Donnerstag zur selben Uhrzeit, einem Tag nach der Amtsübernahme von Joe Biden, eine transatlantische Diskussion führen und die Chancen einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA ausloten. Und wir werden in zwei Wochen wiederum zur selben Uhrzeit, Donnerstag zur selben Uhrzeit, nochmal die grüne Perspektive in diese Debatte einbringen. Da wird Annalena Baerbock bei uns zu Gast sein. Jetzt habe ich erstmal genug geredet und bitte Sie erstmal, Ihr Smartphone zur Hand zu nehmen, denn jetzt sind Sie dran. Wir würden gerne, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und würden uns freuen, wenn Sie an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Am besten machen Sie das folgendermaßen. Sie sehen hier einen QR-Code, den Sie bitte mit Ihrem Smartphone scannen und kommen dann auf eine kleine Umfrage, wo wir ein paar Fragen an Sie stellen. Sie können auch einfach ein Browserfenster öffnen, das sehen Sie in der Chatfunktion, mit der URL menti.com und geben dann den Code ein 35701114. Wenn Sie die erste Frage bereits gesehen haben, dann könnten wir versuchen, auch schon erste Ergebnisse zu visualisieren. Als erstes haben wir uns gefragt, von wo schalten Sie sich zu? Geben Sie bitte die Stadt ein. Und es ist nicht verwunderlich, dass Berlin natürlich sehr groß dargestellt ist. Wir sehen deutsche Städte, Bonn, Hamburg, Freiburg, München. Aber ich freue mich eben auch, dass wir San Francisco dabei haben, Warschau, Georgien und viele andere interessante Städte. Vielen Dank. Die zweite Frage, die uns interessiert, ist, ob Sie bereits an einer unserer außenpolitischen Jahrestagungen teilgenommen haben.
Unsere AUPO, wie wir sie nennen, ist die 21. Und wir sehen mit Freuden, dass wir einerseits ein Stammpublikum haben, das uns die Treue hält. Ungefähr ja, ein Drittel bis ein Viertel. Und doch sehr viele Teilnehmerinnen haben, die zum ersten Mal dabei sind. Das ist ein Ansporn für uns, mit Ihnen 90 interessante Minuten zu verbringen. Ich würde dann zur nächsten Frage gehen. Und diese Frage führt uns etwas bereits die geht schon in die Richtung unserer Fragestellung, nämlich: Was stellt heute die größte Herausforderung für die EU dar? Und wir sehen hier Ihre Antworten. Die größte Herausforderung scheint der EU-Zusammenhalt zu sein, gefolgt von Populismus und dann von Klima. Immerhin interessant, bei einer außenpolitischen Jahrestagung einer grünen Stiftung hatten wir uns erwartet, dass das Thema Klima vielleicht eine noch größere Rolle spielt. Zum Thema Populismus, Demokratieerosion, denke ich, werden wir am Ende nochmal Helen Überscher hören. Denn dieses Thema treibt sie um, hat sie mir vor der Veranstaltung sehr gesagt. Wir kommen zur letzten Frage. Und das ist eine Frage, die ein wenig vorwegnimmt, was auch unsere Podiumsdiskussion diskutieren wird. Nämlich, mit welchem Land sollte Deutschland am stärksten in der Verteidigung zusammenarbeiten? Es ist eine auf die Zukunft gerichtete Frage, die auch eine sehr eindeutige Antwort gibt. Das Land, mit dem Deutschland am stärksten in der Verteidigung zusammenarbeiten sollte, ist nach Ihrer Meinung mit, würde sagen, überwältigender absoluter Mehrheit Frankreich, die USA nicht mal ein Drittel. Und die Zusammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn scheint von wenigen als prioritär gesehen werden. Vielen Dank auch an meine Kolleginnen für dieses für die Unterstützung. Und nach diesem kleinen Warm-up würde ich jetzt das Wort an unseren Vorstand, Dr. Helen Überscher, übergeben, die Sie offiziell zu unserer Veranstaltung begrüßt. Ja, lieber Giorgio, ganz vielen Dank für den Einblick und danke an alle, die mitgemacht haben. So können wir uns wenigstens ein bisschen näher kennenlernen, auch in dem, mit welchen Gedanken und Ideen und Voreinstellungen wir hier gemeinsam gekommen sind zur 21. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Unsere Idee war, Europa auf den Puls zu fühlen, zwischen Hard Power, Soft Power, zwischen dem, was wir uns vielleicht wünschen und dem, was real möglich ist, zwischen veränderten Außenbeziehungen und harschen Debatten im Inneren der Union, inmitten einer globalen Pandemie, die ökonomisch, sozial und gesellschaftlich vieles auf den Prüfstand stellt, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben und was auf ganz neue Weise auch noch einmal die alte Frage stellt: Was ist Europas Rolle und Position in der Welt? Während, ich sage mal, bevorzugt in Deutschland sich in den letzten Jahren so ein Gefühl Insel der Seligen breit gemacht hatte, nämlich die Illusion, trotz der heraufziehenden geopolitischen Rivalitäten einfach weiter nur gute Geschäfte zu machen und im Wesentlichen von den Schattenseiten der Globalisierung verschont zu bleiben, zeigt sich jetzt: Europa ist extrem herausgefordert. Und der innere Zustand bestimmt vielleicht wie noch nie zuvor in der Geschichte der Union die geopolitische Stärke Europas. Und in dieser Interdependenz zwischen der Absicherung der offenen demokratischen Gesellschaften und ihre Antworten auf die Frage, was ist die größte Herausforderung, haben das ja gezeigt, zwischen dieser Absicherung der liberalen Gesellschaften auf der einen und
den geostrategischen Herausforderungen auf der anderen Seite muss Europa einen Weg finden. Die Vereinigten Staaten ziehen sich als Ordnungsmacht aus vielen Krisenherden der Welt zurück. Die Trump-Ära, die diesen Prozess disruptiv vorangebracht hat, wird nachhaltige Spuren hinterlassen und wir hoffen es nicht, aber es ist damit durchaus zu rechnen, dass selbst die Bremsspur dieser Präsidentschaft länger wird als erhofft und erwartet. Und in dieses ordnungspolitische Vakuum sind andere Mächte gestoßen, allen voran das offensichtlich in seiner hegemonialen Kraft kaum zu stoppende China, aber auch andere Akteure wie das mit seinem altmodischen Revisionismus bepackte Russland, die Türkei ähnlich. China rückt durch seine geschickte Handelspolitik an die Peripherie Europas. Das schränkt europäischen Handlungsspielraum und Handlungsfähigkeit stark ein. Die europäische Debatte, Giorgio hat es angedeutet, ich habe in den Beiträgen auch schon gelernt, und die Frage müssen wir klären, ist das eine westeuropäische Debatte oder ist es eine europäische Debatte? Jedenfalls hat Emmanuel Macron diese Debatte um strategische Souveränität oder strategische Autonomie, je nachdem, aufgemacht. Und diese Frage, kann Europa sich so etwas leisten, ist so etwas überhaupt möglich, erreichbar, wird in den Hauptstädten diskutiert. Manche finden, ein solches Ziel ist weder zu erreichen noch wünschenswert. Andere vertreten längst die These der Äquidistanz. Europa muss sich zu den rivalisierenden Großmächten ungefähr in gleicher Weise verhalten. Allerdings wird diese These einer realistischen Überprüfung anhand der Wertebasis der Europas und auch anhand der Interessen Europas in keinem Falle standhalten. Aber kann Europa sich dem hegemonialen Sog der Ansprüche entziehen? Kann es sich wirklich frei machen davon, sich selbst auch hegemoniale Züge anzueignen? Oder kann Europa einen anderen Weg definieren? Kann es Softpower und Hardpower so ausspielen, dass der europäische Weg eine ausstrahlungsstarke, denn darauf käme es ja an, Alternative wird. Eigene Handlungsfähigkeit komplementär zu transatlantischer Verlässlichkeit entwickeln, ist das möglich? Wir werden das beleuchten. Die politische Erzählung Europas von Demokratie, Freiheit, Vielfalt hat ja nach wie vor hohe Anziehungskraft. Und dieses Narrativ führt über Kompromisse, über Verhandlungen, über Kooperationsangebote, über fairen Handel, über Multilateralismus, über die Stärke einer regelbasierten internationalen Rechtsordnung, aber auch über deutliche Grenzziehungen in Sachen Menschenrechte und über sicherheitspolitische Glaubwürdigkeit. Und um das durchzusetzen, braucht die Europäische Union den politischen Willen, zuallererst mehr Verantwortung tatsächlich zu übernehmen und weltpolitikfähiger zu werden, auch ohne Großbritannien. Wir beginnen heute mit der ersten von Giorgio Franceschini schon angesprochenen drei Diskussionsrunden unseres diesjährigen außenpolitischen Januars, so will ich das mal lieber nennen. Denn wenn wir von einem strategischen Europa sprechen und wir gucken nach Paris, dann ist da etwas ein anderes Verständnis vorhanden, als wenn wir unseren Blick nach Warschau wenden. Es wird also streitlustig und munter schon gleich am ersten Tag. Wie viel NATO brauchen wir? Wie stark soll die Europäische Union sich transatlantisch verlassen auf die bisherigen starken Beziehungen? Oder wie weit sollte die Union sicherheitspolitisch selbstständiger werden? The elephant in the room, das ist völlig klar, ist die USA. Diesem Thema Transatlantik werden wir uns am nächsten Donnerstag widmen, einen Tag nach der hoffentlich friedlichen Übergabe der Präsidentschaft an die Biden-Harris-Administration. Wir werden das anschauen, wie stark der Schock über den Sturm auf das Kapitol die Präsidentschaft, zumindest den Staat, überschatten wird. Und wie sehr wir als Europäerinnen und Europäer dieses Window of Opportunity, das sich mit einer transatlantischen Administration öffnet,
tatsächlich nutzen und wie wir es aktiv nutzen in Klimafragen, in digitalen Fragen, in Sicherheitsfragen, in Demokratiefragen. Welche Angebote schaffen wir eigentlich als Europäer? Nutzen wir die Chance, über eine starke Resilienz unserer liberalen Demokratien ins Gespräch zu kommen und auch in Aktion zu kommen? Das wird der zweite Teil sein. Und im dritten Teil, auch das hat Giorgio Franceschini angedeutet, wird es ganz grün. Keine Partei ist offener in Richtung Europa als die Grünen, als die deutschen Grünen. Die Ergebnisse bei den Europawahlen 2019, aber auch der Einsatz für ein solidarisches Europa in der Covid-Krise im Sommer letzten Jahres sind quasi die jüngsten Beispiele. Aber wie positionieren sich die Grünen eigentlich in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen, wenn es um Europa geht? Annalena Baerbock wird uns Rede und Antwort stehen. Wir freuen uns schon jetzt auf die Debatte in 14 Tagen. Also stay tuned. Es lohnt sich, mit der Heinrich-Böll-Stiftung einen außenpolitischen Januar zu erleben. Wir haben so viel mehr als einfach eine Krisenerzählung anzubieten und hoffen, dass wir Ihnen Impulse geben können mit dem, was wir hier diskutieren und dass wir gemeinsam ein Stück weiterkommen im Denken und letztendlich auch im Handeln. Freuen Sie sich jetzt auf unsere spannende deutsch-französische Debatte. Giorgio, ich gebe an dich gern zurück und freue mich selber jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank, Ellen. Die Debatte ist nicht deutsch-französisch, sondern polnisch-französisch. Entschuldigung, es ist das habe ich aber vorhin gesagt. Das passt schon. Ja. Es ist vielleicht auch ein Streitgespräch, das müssen wir jetzt abwarten. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir zumindest streitlustig und streitfreudig in diese erste Podiumsdiskussion einsteigen, wo es darum geht, welches Europa wir eigentlich wollen, wie amerikanisch angebunden, wie sehr NATO, wie sehr strategisch autonom. Und ich freue mich sehr, dass diese Podiumsdiskussion von Dr. Jana Puljarin moderiert wird, die ich jetzt herzlich begrüße. Jana Puljarin leitet seit ungefähr genau einem Jahr das Berlin-Büro des European Council on Foreign Relations. Und wir werden gleich im Chat genau mehr Informationen über sie einblenden. Und sie wird jetzt ungefähr eine halbe Stunde eine Diskussion zwischen einer polnischen Analystin und einem französischen Analysten moderieren. Und danach gibt es die Möglichkeit, einige ihrer Fragen aufzugreifen und zu diskutieren, 15 Minuten lang. Wie können Sie Fragen einreichen? Sie sehen in Ihrem Menü unten die sogenannten Fragen- und Antwortbox. Ich glaube, für das deutsche Menü ist das F und A, für das englische ist Q&A. Und Sie können gerne in diese Fragen- und Antwortbox Ihre Fragen reinschreiben. Wir werden versuchen, sie vorzusortieren und zumindest einige dann diskutieren. Und damit übergebe ich das Wort an Jana Puljarin. Danke, Jana, dass du bei uns bist und du hast das Wort. Thank you very much, Giorgio, and good afternoon also from my side. I hope you can all hear me well. If not, please write in the chat and I'll try to adjust my settings. I am so delighted to moderate this discussion between two very distinguished experts and actually very cherished colleagues. So I first would like to ask Justyna Gutkowska to turn on her camera. She is the program coordinator of the Regional Security Program with OSW in Warsaw. OSW is the Center for Eastern Studies, and she is an expert on transatlantic relations and European security, and of course, Polish foreign security and defense policy, but also she is one of the best experts on Germany, on German foreign and security policy, who I know. So whenever you have a chance to read her stuff, please do so. The other participant in this panel discussion is Martin Conseil, who is equally brilliant. He is the deputy director of the Paris office of the German Marshall Fund, and he also works on transatlantic relations, European security, French foreign security, and defense policy. And both of them
I guess we'll take very different positions and have done so in the past, but it's very worth engaging with them and testing kind of your previous assumptions. So we are going to dive a bit deeper into the question of European strategic autonomy, the EU as a strategic actor in the world, and relationships with the United States, but maybe also China and Russia. So welcome, Justina and Martin. I'm very happy that you agreed to do this. Kind of in the bubble, we say that France and Poland basically represent the two opposite poles when it comes to these debates. So I am hoping for a very interesting debate here. And maybe we go directly into the discussion, and I kick it off with kind of a very general question. My question to you, starting with the lady, of course, would be kind of what kind of role should the EU play as a security and defense actor? And that might be a very broad question, but I think this is basically, in a nutshell, the question that people working on European security and defense policy failed to address. So what is the purpose of the European Union? What kind of actor should the EU be? Justina, could you give us kind of your ideas? Sure. Thank you, Jana, for this question that is a general one, but also an important one, setting the scene on how we see European Union in security and defense. But also let me thank to the organizers for inviting me to this interesting Polish-Franco debate. We have quarreled a lot with Martin in the recent years on the issue of European strategic autonomy, and I hope we'll have an interesting discussion also this time. So where I see and where I would say Poland and the Eastern flank countries, Baltic states, but also Nordic countries see European Union and the European security landscape, I think we place the EU as one of the building blocks in the European security landscape, in which NATO is the most important organization for us, first of all, responsible for collective defense of Europe. But beyond NATO, we have also a strong bilateral partnership with the US, as the French-US ties, Polish-US ties, Norwegian-US ties, but also German-US ties. We have also bilateral military, we have also initiatives of the biggest European member states, like European Intervention Initiative. In this landscape, we have the German framework nations concept. We have British initiatives of a joint expeditionary force. We have also various bilateral and multilateral formats of cooperation. But coming back to the EU, I think there is a wide agreement among the EU member states that the EU should engage in military and civilian crisis management through own missions and operations, and should play a bigger role here than in the past. But I think there is a growing understanding that the EU should do more than that, that the EU should contribute to collective defense in NATO by using its initiatives like PESCO projects, like European Defense Fund projects, to advance military capabilities of the member states that are lacking in NATO, like air defense, for example, all through supporting military mobility. Please don't forget that the vast majority of EU member states are also NATO allies, and thus that these two very important organizations for European security and defense, NATO, a more military one, more responsible for collective defense, but also for crisis management operations as in the past and as we do it still, and the EU more in a more involved in crisis management, military and civilian one. These are the two important organizations that should closely cooperate and should be closely interlinked. And first of all, the EU efforts for security and defense should serve all the member states, both in the south and in the eastern part of Europe. And from our perspective, these European efforts should be firmly embedded in a transatlantic
relations and coordinated, consulted with NATO. Thank you, Justina. I think we are going to unpack this a bit further when we continue our debate. But first, I want to turn to Martin and ask him if that is also not only kind of his personal, but also the French perspective. So NATO is still the first line of European defense, but a growing role also for the European Union. And please allow me this remark when looking at French kind of ideas about European security, you sometimes get the impression that it's a very pragmatic approach, that whatever works, works, and that the EU is really just one of the building blocks, but not kind of the focal point of French engagement. So maybe you can shed a bit light on how the EU is seen as a defense and security actor from a French and your personal perspective. Yes, of course. Thank you very much, Jana, for the question. Thank you to the organizer for the invitation. Very happy to be part of this this panel. And in fact, I may disappoint you, but I largely agree with what Justina said. In fact, from French perspective, you know, it's been pretty clear that the complementarity between the EU and NATO has been emphasized in every French official document for the past decade, that there is no overlap, there is only opportunities to strengthen one another, and that NATO is, for the time being, absolutely the core of territorial defense in Europe. And in that sense, there is no French illusion that the EU will replace NATO for that task for the time being. I think that that's something to keep in mind is the timeline, in a sense. From a French perspective, again, when we talk about European strategic autonomy, we're talking about a project for a generation or more. This is not something that will happen tomorrow, maybe not in the next 20 years, but this is a political goal that in a way encompasses all our project for security. I think in the next decade for France, the EU will provide mostly non-military tools to improve Europe's security. And that is where the EU has the largest added value. This is in the economic area, in energy, in infrastructure. This is where the EU can, there are low-hanging fruits for the EU to help European security. In the long term, I think that the French position is that we should have no taboo. That clearly we do not know what will be of the transatlantic relationship in 25 years from now. We do not know what will be of the UN or of NATO. And in that sense, it would be counterproductive to, from now on, state that the EU should not have ambitions in this or that area. And to finish, and that goes back to your point about French pragmatism, I think that this is always a bit, it's a bit tricky, because when I hear French officials talk about pragmatism, I sense that they basically avoid the question, and the whatever work approach is a vague way of saying that we'll decide when we cross that bridge. I think, however, that this will guide the French policy for the years to come, which is whatever is most efficient will be our choice. When the EU will be assessed as the most efficient framework for a specific task, then the EU will be favored. When the French created the European Intervention Initiative, this was not a way to weaken the EU, but to find a more efficient framework to discuss difficult security and defense scenarios with some countries that were willing to do so. When we're thinking about the future of our partnership with the UK, the EU should not be the only framework we are looking at, because it may, in fact, not be the most efficient one. So I believe that the whatever work approach that you mentioned will remain the way the French see the EU in security and defense. Thank you, Martin. So we start with a lot of harmony here, and we could end this, but I know that this is not it. So Justina, why is it then, listening to Martin, listening to where he agrees with you, why is it then that you, but also kind of the majority of the Polish
kind of security strategy bubble is really questioning this very concept of strategic autonomy. So what is your problem with Martin's views, or maybe kind of the French views more broadly? That's a good question, because I think we have a lot in common with friends with regard to the conviction that we need to do more, that we need to develop military capabilities in Europe, that we need to invest in our militaries, and that we need to support United States both in collective defense on the eastern flank as in crisis management in the south. But I think what the problem we have with the French concept is that the narrative, first of all, European strategic autonomy is highly divisive and has been so for the last 3 to even 4 years since the start of the debate in 2016. I and we all have participated in many seminars and conferences where we argued for and against this the use of this term. But that's not only that. This term means that for Central Eastern Europeans, a kind of emancipation of Europe from the United States, both politically, military, economically. And this is for us strongly, strongly favor transatlantic relations with the US that are so deeply important for our security on the eastern flank. This is simply unacceptable. And I think many hints from the French officials and sometimes also their initiatives have been highly controversial. For example, the strategic dialogue with Russia on European security that President Macron has started and tried to gain support from other EU member states, which in my opinion has failed. This dialogue has been an aim to have a format of discussions apart from NATO, beyond NATO, beyond the existing formats and proved formats for us, to talk between Europe and Russia on pressing European security and defense problems. And from our perspective, this has been unsuccessful, but it has also a certain danger in itself. I think that we perceive Europe as and the EU member states, our European allies, as having insufficient military capabilities vis-a-vis Russia, and thus as not a credible partner in European-Russian talks on crucial issues of European security. And that in these talks on security and defense issues with Europe, we have to have our strong partner, which we perceive the US, Washington in, and therefore NATO and Western Russian talks should be the prime format for such an exchange. Otherwise, we are weakening ourselves. We are creating unnecessary divisions. And this has been a point that has been noticed in Poland, and where Poles, but also the Nordics, the Baltic states, has been pretty critical towards Macron and France on this issue. So maybe we give Martin the chance to respond to this and to unpack this a bit. Maybe you can also kind of make a gesture towards Justina and maybe offer some ideas how this can be bridged, or how these concerns basically on NATO's eastern flank can be mitigated and accommodated, and what maybe France, but maybe also other European countries like Germany could do better to reassure the eastern flank countries better. Right. I think to start, I would say that in my views, there is no division in Europe between those who promote strategic autonomy and those who reject it. It's more a division between those who think that there needs to be some sort of a great political slogan
that would summarize the European project, France in particular, and those who don't feel the need to express some sort of a concept for the European defense project. And that is very much the frustration of the French officials. The frustration is not so much that other European countries do not agree with France. The frustration is that France proposes one vision and that other countries tend to reject the vision but not necessarily offer their own. Often because they think, and that is a point that I understand, that all this whole conceptual debate is useless, it's counterproductive, and in the end it's toxic, which might be a fair point. But in a sense, there is some kind of an asymmetry here between France that has clearly stated what it sees as the conceptual framework for European defense, and other countries, for instance, Poland, which has not necessarily proposed an alternative vision. That's my first point. Second point is that I really think that in the end, it very much comes down to what we see is happening in the US. And I can't help but notice, Justina, that when describe the purpose of European defense, the evolution in the US is not a variable. In a way, you tend to not consider that the US and what is happening in the US will have an agency on our future, that it's all on us to decide for the future of the transatlantic relationship. From a French position, there are many things that we do not control that has already happened in the US, that will continue to happen in the US, and that will affect us. And we need to react to this. So European strategic autonomy is not so much some sort of a proactive European project to weaken the transatlantic relationship, but a reactive project to what is already happening on the other side of the Atlantic. And that may leave us in a very a weak position if ever the US somehow withdraw from European security concerns. I just wanted to ask Justina this very question, mm-hmm. because Justina, yeah. You yourself are a kind of a dyed-in-the-wool transatlanticist. Most people in your country are, and we had this survey in the beginning of our conversation when most of the participants, I guess mostly German participants, but chose France as kind of the most important partner and not the US. So my question is, how are you currently looking at events in the United States? I mean, of course, we all welcome the election of Joe Biden and think that we can do many things together, but at the same time, it has been a very, very close race, and the reaction of the Republican Party towards what happened in the Capitol are not that encouraging. At least I see it this way. So aren't you worried about the future of US security commitments to Europe? Are you sharing kind of the French skepticism towards kind of this forever lasting American security guarantee for us? And here I will say that we have more in common with the French than we think, because even if I didn't mention the situation and the developments in the US, the changing US priorities in foreign and security and defense policy, and the focus on Asia Pacific and the domestic developments in the US, I think we all see that also in Poland. Makes us think about how in future shall we shape our security and defense policy and international defense cooperation in Europe. And I think the Polish answer is not to frame this debate, first of all, about framing, not in terms of European strategic autonomy, but as I wrote in my article before the conference about a renewal and reform of the West, having in mind this changing transatlantic relationship, changing US and changing global international relations. I think that therefore, what you can hear from Poland is the need for Europeans to step in, the need for Europeans to step in collective defense in NATO in order to support the forces that foremostly US with
about 6,000 soldiers on the eastern flank has, but also to engage and to strengthen own capabilities for crisis management. And that requires investments. That requires investments in own national forces. That requires investments through EU or through different formats for crisis management, both civilian and military. I think we should have a debate in Europe about how to engage in the South. We face the debate the French is right now having with the partial pullout from Mali. What have you learned from these operations? How shall we shape them as Europeans for the future? But how we shall also engage much more in order to, as Europeans, secure our the collective defense. What shall we do in a post-INF world? How shall we respond to growing Russian capabilities? How shall we respond to nuclear modernization? And here, especially since I'm at a German event, I would like to have an appeal towards the German public and especially the Greens. I think Germany is hugely important in all this European puzzle, and Germany takes the responsibility for European security and needs to invest in security and defense, both collective defense and crisis management. And I think this is the conviction that we right now have in Poland. And I think if we don't express it as voicefully as I have done it now, this is because we still the Polish-US ties have been strengthened in recent years during the Trump administration to a great extent, both politically, military, and economically. And therefore, we still live at the end of an era of strong transatlantic ties, but we are, I think, more and more aware that the European push is needed also from our side. But I would also quarrel with the notion that US is leaving Europe and that US will no longer be there. I think that the Biden administration will maintain the current engagement, but in the long run, we should be prepared for shifts in focus and in engagement from our US partners, not entirely leaving Europe alone, but wanting to Europeans to share the burden to much greater extent than it has been until now. Thanks, Justina. You brought up a very interesting topic. I wanted to ask both of you anyway, and I turn to Martin now. I mean, of course, you can comment on anything that Justina had said, but the comment about Germany, I think, was very important. And I wanted to bring that in, your perspective on Germany as an actor here, because, we are approaching the end of an era ourselves, the end of the Merkel era. There is going to be a new coalition, maybe also with the participation of the Green Party. We have been kind of very much engaged in infights in this coalition, especially when it comes to security and defense policy. And therefore, I think it's needed that we get some perspective from the outside on what you want us to do as your ally in Europe. So Martin, this is your chance to address basically a green audience and to give your wish list about Germany, about German participation and about Germany's role. What do you think needs to change? Well, I would agree with Justina again that Germany needs to step up on defense, need to take more responsibility in general in European defense. But I would say that the risk when you say that as a French is that you kind of impose your own French understanding of European security to the German public, which makes no sense. More concretely, what we would like from the next German government is more clarity. What has been the source of many frustration in Paris is not so much that Germany would disagree with France, is that there were so many mixed signals on what Berlin truly wanted us to do, wanted for the European project. You would have a meeting between the president and the chancellor that would end with some sort of a great agreement on not only wordings, but also on what Europe should do. And then the French embassy in Berlin would then
say, well, this is not at all what is happening on the ground. And some MPs, some ministers are actually taking a very different position. So what was supposedly agreed does not work. So I understand it has to do with also a different political system. Obviously, when the French president agrees on something, well, the deal is done as far as France is concerned. And this is very different in Germany. So we should not expect the same thing, but more clarity. Just a very simple example, but in France, it has never been quite understood why the debate on strategic autonomy was won between the French president, Emmanuel Macron, and the German defense minister, and not the German chancellor. That somehow the minister was there to present a position, but the chancellor never clarified whether she or not agreed with Macron or with her minister. This kind of situation made a lot of people in Paris frustrated and in the end uncertain about where Germany really wanted to go. So first questions from the chat, maybe to broaden our discussion a bit. So there is one question addressing a very sensitive topic, especially for the Green Party, but for the Germans more broadly, and that is the nuclear component. We currently in this Grand Coalition have a debate about nuclear sharing, and it's also kind of assumed that this is going to continue until a new government will come in. So there is a question, what is the role of Germany in a possible European nuclear defense? I would maybe open it up more broadly and ask you first and foremost, is there a need for kind of a European nuclear defense? Is there a need to change anything because American security guarantees are not reliable? So what is your position on nuclear sharing and also alternatives? Mm-hmm. Maybe Justina. If I may start, because I wanted to say a few words about that to the question before. I think that from our perspective, Eastern flank countries, NATO should be the first, the prime format to discuss issues of nuclear deterrence. I think that we are convinced that the foremostly US nuclear security guarantees are hugely important to the security of Europe, and that nuclear sharing arrangements are part of this deal. Therefore, we are very cautious, very cautiously watching the German debate about nuclear sharing issues, because from Polish perspective, the end of German participation in this arrangement is a weakening of nuclear deterrence in NATO. And one may speculate about the Polish participation then, or taking the role of Germany by Polish F-35s, since we are buying them, and it will be pretty easily, and that might replace these arrangements. But this is not, this might be discussed, but this is not the point. If Germany decides to end the participation in a hugely important program for defense and deterrence in Europe, a transatlantic one, this will be a clear weakening of our security, and we will, on the Eastern flank, we will feel that first. And I think from the Polish perspective, what Germany, or we would like Germany to engage more on the Eastern flank. Germany is engaged in Lithuania with 500 soldiers in the NATO battle group, but I think that's not enough. And when we are talking about US shifting its focus to Asia, when we are talking about Europeans to do more, I think Germany should do more, first of all, in collective defense, in cooperating with Poland, with the Baltic states, with the Nordic states, in issues such as air defense, and in issues such as exercises on the Eastern flank, in issues like nuclear, maintaining a credible nuclear deterrence. And I think we hope from a new government that it will engage in all these issues, despite debates and heavy discussions in Germany that are taking place right now.
Thank you. Excuse me if sometimes I look also in the chat function. I'm not distracted. I'm still with you. Martin, kind of the French president has basically made an offer. Some in Berlin said it was a poisoned offer, but still an offer to talk about a European nuclear umbrella and to extend kind of the French nuclear weapons to Germany or Europe more broadly. So how is that discussed right now in France, and what do you think about this? I think actually it made a lot of people in France quite uncomfortable. This was France was quite happy with the ambiguity in which we lived so far with regards to NATO nuclear sharing. Obviously, Germany participating in NATO nuclear sharing was something that was positive for nuclear deterrence in Europe and for European security. In that sense, everybody in Paris would see that as a weakening, as Justina said. On the other hand, the president obviously made that offer, or at least played with this idea, because it is part of a greater vision for European defense, and the nuclear pillar should be part of this discussion. I think, as far as what I can understand in the French defense debate, we would be happy to stay in this ambiguity, where the French official documents would state that an aggression to EU partner is an aggression to French existential interest, and in that sense could be covered by French nukes. However, going further would trigger a much more difficult debate in France that I don't see a French president being very likely to open. I may be wrong here. Maybe Macron is much more ambitious than I think, but I can see a lot of pushback if it was to go any further. Thank you. So if I have read the chat correctly, or the Q&A, there are a lot of concerns about us talking too much about only kind of the military component of security, and only about, yeah, kind of hard security, and that we are too much basically warmongering here. So my question to you is, we started defining the role of the EU also internationally and as a security and defense actor. So besides kind of the things that you have said, crisis management in our neighborhood, containing Russia and all this, it's kind of, what kind of actor do you think the EU should be? And I bring in Josep Borrell here, our high representative of European foreign and security policy, who said that Europe needs to learn to speak the language of power. And I mean, we have talked a lot about different military aspects of power, but my question to you here is, first of all, do you share this idea that we need to learn the language of power? And then kind of, what language would that be? Is that a purely military language? Is that a French or a Polish language? So how do you see the EU more broadly also addressing non-military security topics? So should we just become a second United States, global police force? Justina, or should we be something different? Yeah, whoever, volunteers, maybe Martin, one. Okay, sure. You can go first. On the language of power, definitely something that that sounds nice to French ears. I would say that the way it was understood is that the EU should feel legitimate in talking about promoting and defending its interests, not only in Europe, but in the world, that we have interests, strategic interests that go beyond the European project, and that the EU should defend them. The second thing is that the EU should not work so much in silos, meaning that on one hand, we have this kind of discussion on economic or trade issues, and on the other hand, we talk about geopolitics. Talking the language of power means that you're able to articulate these different aspects of your power, and that when we have a discussion with China on investments, geopolitics should also be part of this discussion. I would consider that the latest agreement is a failure in that sense, because it was still very much the European way of distinguishing what was strategic from what was business, from what may be human rights. This is not the language of power in my understanding. And the last point on
maybe focusing too much on hard security. I think we have a great opportunity with the Biden administration to not do that. If there's anything that I truly hope the Biden administration will bring to the table is the extension of the transatlantic dialogue to new issues and topics. And you know, it's true that a lot of people that work on transatlantic issues have been socialized or educated through military affairs, NATO, perhaps trade, but mostly it's hard security. I hope that much more climate experts, democracy experts, energy experts will truly be part of the core transatlantic dialogue. And in that sense, this is, I sometimes disagree with my colleagues in Paris who see too much continuity between Biden and his predecessors. I think there with the extension of the dialogue to new aspects and especially non-military one, we can really have a new partnership. Do you agree, Justina? I do agree with Mata, and funnily enough, I tend to quarrel in the discussions in Poland that the military aspect of deterrence is not enough. That we need to think, first of all, about issues that Mata mentioned, that economy cannot be treated as an isolated issue, economy and trade from politics. That the EU should think that or should acknowledge that politicized business, as often is the case with Russia, Russian and Chinese business projects, are not to be treated as something completely isolated from the wider policy. And we should, and there is also another point where I can agree, that we have the chance with the Biden administration to shape the international politics together, and that we have a greater weight, not only in these military issues, but in economic issues vis-a-vis China, and climate issues, in crisis management issues, diplomatic issues with regard to the Middle East, to Africa, and that which we should use this opportunity in the next 4 years. So one question to you, because there was also one in the Q&A. None of you has mentioned the United Nations, basically. Peacekeeping missions and all of this, kind of the stuff we talked about, at least in the 90s a lot. So what role does the UN play or should play also for the European Union? How much should the EU kind of engage also in peacekeeping operations more broadly? And how do you assess this component of security policy from your regional perspectives and also kind of from a European perspective? I can start. I think one of the reasons why we don't talk about it is that, to be frank, over the last 4 years with the Trump administration, it was hard to hope that much would go through the UN, and that much to the disappointment of the French, obviously, because our seat at the Security Council is one of the main pillars of our influence in the world. So seeing the UN becoming irrelevant is something that goes very much against the French interests. I would say that for us, not only this is a way to influence global affairs, it's also indirectly a way to strengthen our cooperation, bilateral cooperation with the UK. Something that we often hear is that we have this bilateral agreement with the Lancaster House Treaty, but cooperation with the UK in New York at the UN is a very much an added value of the UN for us. I would say that for the EU, there is nothing that can be done without, unfortunately, the support of the US in that sense. If the US does not play its role at the UN, there's not much that we can hope at the European level. I mean, we have to understand that UN politics, at the end of the day, are decided mostly by the five, and in particular by the US. So I'm looking forward to seeing if the Biden administration will truly reinvest this type of organization, multinational organization. But I have my doubt that this is truly the priority of Washington, DC. Mm-hmm. Justina, are you more optimistic when it comes to the United Nations as a framework?
I would like to respond that shortly. I think that United Nations is an important organization from the Polish perspective, as Poland, as a medium-sized state, is attached also to multilateralism. But from the Polish perspective, from Poland, that has a very regional perspective on security and defense issues, it's NATO, it's EU, and it's OSCE that are hugely important from our security, and the UN missions are perceived as secondary importance as they take place, especially in Africa, and therefore we don't have that much focus on UN and the Polish security and defense base. Maybe as the last aspect of our discussion, I would like to dive in a bit deeper into the question how to deal with China from the European perspective. With China as an actor in Europe, trying more and more through activities like the Belt and Road Initiative to influence European politics. We have had this debate about Huawei and 5G, but also because the United States, I think, seeks this bargain with Europe on China. So this is my last question to you, because we are running out of time and we need to hand over to the next panel, or to the next discussants in this panel. But my question to you is how to deal with China in Asia. Should the EU be more kind of also militarily be present and side with the Americans in the Asia Pacific, and how to deal with the growing Chinese influence in Europe? And yeah, these are your final remarks, and we have 4 minutes left, and I think then we need to hand over to Ellen and Reinhard. Okay. If I may, shortly. I think with regard to China, from Polish perspective, it's important, the issue is important, which we were talking before, not isolating economic interests from political interests, treating that from one perspective. And the second issue, I think when we are thinking about joint approach to China with the Biden administration, we think about NATO, we think about NATO 2030 process, and we think about the new strategic concept of NATO. And it's clear that there is a need of joint analysis between the allies, but NATO will not focus on containing China in Asia Pacific. I think what Europe can do, it's increasing resilience against Chinese malign influence and also against the Russian malign influence. And it's up to the single allies like France, UK, and also Germany to engage in stabilizing Asia Pacific. Right. Two quick points. One, I think that there is no need to think that the Europeans will truly have an influence militarily on what is happening in the Indo-Pacific. And in fact, this is not what the Americans expect of us. We will, as France, we will be there because we have territories, we have citizens. This is obviously part of our strategy. And I think it's also important to participate in freedom of navigation operations for political sake, to show solidarity with the United States. But what will really matter for Washington, D.C. is the cooperation with the Quad, with Japan, Australia, India. Nobody expects the Danes to help save the question there. It's more about political signals. So that's one point. I would agree with Justina, not necessarily for the same reasons, that NATO should not focus too much on China. This is not the primary purpose of the alliance. And in fact, that would very much distract us from what NATO is truly about. There are other frameworks in which we can talk about the US-China competition and what the Europe role is in this competition. And finally, the French position is not that Europe should be equidistant between Beijing and DC. In no way. French vision of European strategic autonomy does not mean equidistance. It means that Europe will define its interests in this competition on its own, based on its own strategic assessment,
The French assessment is that we share much more with the United States than with China, and that it is in our interest to cooperate with the United States. But I just want to make sure that there's no confusion. This is not Europe between the US and Beijing. It's just Europe being able to decide on its own that it wants to side with the US. Thank you very much. Unfortunately, we could not answer all the questions. There were so many, and also a vivid debate in the Q&A. So I'm very happy that there will be other panelists now who deal with the hard stuff. I think we have tried to deal with as many topics as possible, and I thank you both very much. I leave this discussion basically more encouraged and more hopeful than in the very beginning, because I really see a lot of common ground between kind of the Polish and the French perspective. And I think if we moved beyond toxic terms and concentrated more on substance, I think there is really a lot of common ground. So maybe we really should make sure that kind of our three countries, I mean, it's not in our hands, but kind of we can try to influence the debates and find constructive solutions for all of these questions. And I thank you for being constructive today, for being open, for addressing all these difficult questions. And with that, I hand it over back to Giorgio for the continuation of this discussion with other participants. Thank you very much. Thank you, Jana. Thank you, Jana. Vielen Dank. Jana, vielen Dank, Justina, vielen Dank, Martin. Und wir machen jetzt in Deutsch weiter. Wir biegen in die Schlussgerade ein. Und bevor wir ein Abschlussgespräch mit Ellen Überscheer und Reinhard Bütikofer beginnen, würden wir gerne noch einmal Sie befragen und eine neue Menti-Umfrage machen. Für diejenigen, die sich etwas später dazugeschaltet haben, bitten wir Sie, Ihr Smartphone zu nehmen und den eingeblendeten QR-Code zu scannen oder alternativ in den Browser menti.com schreiben und dann den Code eingeben, nämlich 6298441. Und die erste Frage, die wir stellen, ist eine Frage, die wir schon zu Anfang unserer Veranstaltung gestellt haben, einfach um zu sehen, ob sich etwas bewegt hat und ob diese Diskussion Ihre Einschätzung etwas verändert hat, mit welchem Land Deutschland am stärksten in der Verteidigung zusammenarbeiten sollte. Ich habe mir davor die Zahlen nochmal angeschaut und sehe, dass der Trend sich eher bestätigt, wenn nicht sogar verstärkt. Wir hatten vor der Debatte ungefähr 2/3 der Teilnehmer, die meinten, Frankreich solle der primäre Kooperationspartner in Verteidigungsfragen für Deutschland sein. Und ich habe den Eindruck, dass wir von 2/3 auf 3/4 gehen. Es ist nach wie vor das ein Verhältnis, dass für Frankreich stimmen mehr als 3-mal so viele Teilnehmende wie für die USA. Und nach wie vor ist es so, dass für Polen als primären Partner in der Verteidigung sehr wenige stimmen. Vielen Dank für dieses Stimmungsbild. Also deutsch-französische Achse in der Verteidigung scheint nach wie vor sehr gefragt zu sein, zumindest bei unserem Publikum. Mit der nächsten Frage gehen wir ein bisschen in die Zielgerade und es ist vielleicht auch eine Frage, die dann unser Abschlusspanel umtreibt. Wir haben gesehen, dass die Europäische Union ambitioniert ist, was gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, aber woran mangelt es denn am meisten? Und wir sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Thema Strategie, strategische Richtung und Einheit. Und auch hier sind das eindeutig die beiden Themen, die am meisten nachgefragt werden.
Also es fehlt an Strategie, es fehlt an Einheit. Vielleicht kann der strategische Kompass, an dem die EU nächstes Jahr arbeitet, da etwas Abhilfe schaffen. Und wir haben noch eine letzte Frage, vielleicht eine Frage, wo wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Und da fragen wir, ob die EU in den nächsten 5 Jahren eine effektive Außen- und Sicherheitspolitik etablieren wird. Und links unwahrscheinlich, rechts wahrscheinlich. Wir haben einen Mittelwert, der eher in Richtung unwahrscheinlich geht. Und Sie sehen auch von den Wellenbergen her, dass die eher sehr ausgeprägt sind auf der linken Seite. Das heißt, die Skepsis überwiegt trotz allem, dass die EU in den nächsten 5 Jahren eine effektive Außen- und Sicherheitspolitik etablieren wird. Leichter Pessimismus. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, mit dem ich unser Abschlusspanel einführen kann, weil ich glaube, Reinhard Bütikofer ist etwas optimistischer, aber wie er die EU-Außen- und Sicherheitspolitik in den nächsten 5 Jahren einschätzt, das würde ich dann Ellen überlassen, die auch noch ein paar weitere Fragen an Reinhard hat, sodass ich jetzt gerne für unsere Abschlussbetrachtung an Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, und Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europaparlaments, übergeben würde. Bitte, Ellen, und willkommen, Reinhard Bütikofer. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch nochmal an die Panelisten für die wirklich spannende Diskussion und vielen Dank an Sie als Teilnehmende. Jetzt finde ich es richtig schade, dass wir nicht einzelne Wortmeldungen hören können, aber Reinhard, wir beide können versuchen, ein paar Sachen ein bisschen zu deuten und vielleicht auch nochmal so gegen den Strich zu bürsten. Du bist seit vielen Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments, bist einer der besten Kenner europäischer politischer Beziehungen in Richtung USA, aber auch das, was das Verhältnis Europas zu China anbelangt. Wir haben viele wichtige, inspirierende Debatten mit dir über die Frage der, wohin entwickelt sich geostrategisch die Welt, wie prägen sich diese Rivalitäten zwischen den hegemonialen Mächten heraus, sodass wir da jetzt quasi schon wie selbstverständlich von sprechen, was wir vor ein paar Jahren noch nicht gemacht haben. Wir haben jetzt bei den Teilnehmenden gesehen, ich fand es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen widersprüchlich, die Antwort auf die letzte Frage, dieser Pessimismus in Bezug auf die Europäische Union. Jetzt bist du Mitglied eines der wichtigsten Organe der Europäischen Union, nämlich des Parlaments. Und du hast vor Weihnachten eigentlich einen relativ positiven Ausblick auf das Thema europäische Sicherheits-, Außen- und Sicherheitspolitik, nicht im engen Sinne Verteidigungspolitik, aber Außen- und Sicherheitspolitik gegeben, nach einem wirklich achterbahnartigen und extrem ungewöhnlichen Jahr. Giorgio Franceschini hat da gerade darauf abgehoben. Was nährt deinen Optimismus? Welche Aspekte, an welchen Aspekten machst du den fest im Jahr 2020? Und dann schauen wir mal, ob das unsere Teilnehmenden überzeugt. Also danke erstmal, Ellen, für die Gelegenheit dieses Gesprächs. Ich bin tatsächlich nicht furchtbar pessimistisch, obwohl ich alle die Schwächen und Schwierigkeiten und Widersprüchlichkeiten, die wir alle gut kennen, natürlich nicht wegschieben oder ignorieren will. Und trotzdem versuche ich der europäischen Politik manchmal auch was Neues abzulauschen, was ich nie mit Macht und stromlinienförmig, sondern immer in Sprüngen und auch echter nachher Springprozessionen entwickelt. Und ich glaube, dass wir an verschiedenen Stellen Anzeichen dafür finden, dass die EU diese gemeinsame Verantwortung für eine gemeinsame Außenpolitik anfängt, nicht nur konzeptionell zu beschreien, sondern auch praktisch ernst zu nehmen. Zum Beispiel, dass Brüssel
noch bevor Joe Biden überhaupt in die Lage kam, mal halbwegs konsistent darzulegen, was denn die neuen Vorstellungen seiner Administration für das transatlantische Verhältnis sein würden, dazu sich aufgerafft hat zu sagen, und das ist unser Angebot gegenüber den USA und diese Dinge wollen wir ins Zentrum rücken und so wollen wir beitragen zu dem, was Justina die Erneuerung des Westens genannt hat. Das sehe ich als so ein positives Zeichen. Oder ich sehe auch im Verhältnis der EU gegenüber China eine Verschiebung. Lange Zeit war es so, dass in Deutschland halt eine deutsche China-Politik gemacht wurde. Und wenn man es bösartig bezeichnen will, dann war das eine Automobil-China-Politik. Und Deutschland hat davon profitiert, dass zwischen der chinesischen Ökonomie und unserer ein hohes Maß an Komplementarität bestand. Es war eine privilegierte Beziehung. Und es hat uns im Wesentlichen nur berührt, dass uns Europa nicht im Wege steht. Jetzt, wo sich die ökonomischen Kräfteverhältnisse ändern, wo China anfängt, Wettbewerber zu werden in Bereichen, auf die die deutschen Ingenieure immer stolz gewesen sind, jetzt verändert sich Deutschlands Rolle und da kommt auch Europa näher zusammen. Wir haben in den letzten Jahren an einer ganzen Reihe von Stellen, an denen Berlin lange Jahre blockiert hat, gemeinsame Perspektiven entwickelt, etwa gegen Dumping, etwa gegen falsche Subventionspolitik, etwa beim Investment Screening. Also in einem Bereich, wo die EU schon gemeinsame Kompetenzen hat, Handel und Investitionen, aber die lange nicht genutzt hatte, um eine europäische Position zu markieren, kommen wir jetzt doch Schritt für Schritt voran. Wie gesagt, das ist nicht einfach ohne Rückschläge und ich würde zum Beispiel Martin völlig recht geben, wenn er sagt, also dieses Investitionsabkommen mit China, das spricht jetzt nicht die Sprache europäischer Macht, sondern das spricht die Sprache europäischer Hasenfüßigkeit. Und trotzdem sehe ich diese positiven Entwicklungen auch. Seit Jean-Claude Juncker mal gesagt hat, wir brauchen Weltpolitikfähigkeit, hat die EU angefangen, da Schritte nach vorne zu machen. Das würde ich schon sehen. Zum Beispiel auch ein drittes. Wir öffnen uns viel stärker in den asiatischen Raum, auch jenseits von China. Die EU hat nach langem Zögern jetzt eine strategische Partnerschaft mit der ASEAN-Gemeinschaft entwickelt. Die EU bewegt sich in Richtung einer gemeinsamen indopazifischen Politik. Alles das sind Elemente, die ich positiv werten würde. Es gibt eine kleine Frage, die nehme ich jetzt mal schnell aus dem Chat. Die hat, wir wollen das nicht total vertiefen mit dem Investitionsabkommen, aber die hat, glaube ich, Helga Schmidt jetzt schon zweimal gestellt. Wie erklären Sie, dass die Bundeskanzlerin in letzter Minute den Akkord durchsetzen konnte? Ist das nicht auch ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was du gesagt hast? Wir haben eigentlich eine mehr europäische China-Politik statt dieser nationalen China-Politik. Ganz kurze Antwort vielleicht auf die Frage, nur weil sie schon zweimal gestellt worden ist. Die Kanzlerin konnte sich da auf den letzten Metern durchsetzen, weil sie einen Deal mit dem französischen Präsidenten geschlossen hat, der ihr geholfen hat, mit diesem deutsch-französischen Panzer den Rest der EU zu überrollen. Das wird noch Kosten haben. Das ist in Rom und in Madrid und in Warschau und auch in Stockholm und anderen Hauptstädten nicht auf Begeisterung gestoßen, wie da die beiden Großen in der EU versucht haben, über die Bedenken der anderen hinwegzugehen. Das ist wieder einer jener Stolpersteine. Reinhard, ich fürchte, dass dein Mikrofon etwas knirscht. Also ich glaube, je ruhiger du dich verhältst, umso weniger hören die anderen dieses Knirschen. Ich sehe das hier gerade. Ich wollte gerne mit dir, Reinhard, Stichwort Parlament, Stichwort Europa im Inneren, Stichwort Zusammenhang zwischen den Gefahren, die im Inneren aus dem Auseinanderbrechen und auch dem zunehmenden
problematischen Erscheinungsbild der Demokratien in Anbetracht großer geostrategischer Herausforderungen folgt. Wir hatten das am Anfang bei der Umfrage unter den Teilnehmenden, das zu meinem großen Erstaunen und ich würde dem auch zustimmen, die Themen Demokratiegefährdung, Populismus als die größten sicherheitspolitischen Bedrohungen eigentlich markiert worden sind. Für wie stark hältst du das als Problem? Sind wir da in deiner Sicht, so könnte man ja manche Dinge, die im letzten Jahr dann letztendlich doch passiert sind, auch deuten. Die Autoritären haben ein bisschen weniger Einfluss. Gleichzeitig sehen wir Instabilitäten. Jetzt haben wir auf Italien wieder gucken. Wir haben Ungarn, wir haben Polen mit Abbau von Rechtsstaaten. Inwieweit sind diese inneren Bedrohungen dazu geeignet, uns unfähig eigentlich zu machen, als Europa überhaupt über konsistente Sicherheitspolitik nachzudenken? Ich würde zustimmen, dass die Populisten heute schwächer sind, als sie vor einigen Jahren waren in Europa. Aber ich finde nicht, dass wir uns deswegen ausruhen können. Diese populistische Bewegung hängt nicht an einem Thema, sondern sie sucht sozusagen Themen auszuschlachten. Und das war, als die AfD in Deutschland anfing, die Frage der Geldwertstabilität des Euro und dann wurde es die Frage der Migration und dann sind sie auf was anderes gesprungen. Und diese Art opportunistische Ausnutzung von realen gesellschaftlichen Widersprüchen charakterisiert diesen Populismus. Und solange es die Triebkraft für diesen Populismus gibt, können wir auch nicht sicher sein, dass er vielleicht das nächste Mal erfolgreicher versucht, Dinge auszuschlachten. Dass er heute weniger stark dasteht, hat auch damit zu tun, dass bestimmte populistische Projekte, die auch sowas wie Leitfossil oder Orientierungsprojekte gewesen sind, ja nicht besonders erfolgreich verlaufen sind. Also die große Welle des Populismus und die große Furcht von der möglicherweise durchschlagenden Kraft des Populismus kam ja 2016 mit dem Sieg der Brexiteers in der Volksabstimmung in Großbritannien und dann mit dem Wahlsieg von Donald Trump. Und beide Projekte sind ja jetzt keine strahlenden Erfolgsprojekte geworden. Trotzdem glaube ich, dass man sich nicht einfach nur damit begnügen kann, zu sagen, wir müssen jetzt mal die Demokratie verteidigen gegen diese ihre Anfechtungen, sondern ich glaube, man muss dazu die Frage auch stellen, was eigentlich die kulturellen, sozialen und ökonomischen Gründe sind, die so viele Menschen in die Bereitschaft versetzen, sich von den Populisten abholen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, dass man alle drei Dimensionen dabei berücksichtigen muss. Die ökonomischen sicherlich, das kann man in vielen Fällen relativ genau beschreiben. Es gibt eine Studie kürzlich vom Institut der Wirtschaft in Köln, das untersucht hat, wo ist eigentlich die AfD stark in Deutschland und zum Ergebnis gekommen ist, dass ein Indikator für die Stärke der AfD die Schwäche der öffentlichen Dienstleistungen und der öffentlichen Infrastruktur in bestimmten Räumen sind. Das ist ein interessantes Ergebnis. Und dann gibt es die kulturellen Fragen auch. Wenn die liberale Ostküstenelite in den USA, Beispiel dafür war Hillary Clinton vor 4 Jahren, über die Wählerinnen und Wähler von Donald Trump in den Appalachen sagt, das ist der Basket of Deplorables, das sind die Hoffnungslosen, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass dieser mangelnde Respekt gegenüber einem Teil der eigenen Bevölkerung sozusagen sich glänzend mobilisieren lässt für Hass und Zerklüftung der Gesellschaft.
Damit sind wir schon bei dem, da das ja kein, wie du sagst, kein europäisches, sondern zumindest transatlantisches, wenn nicht sogar globales Thema ist, sind wir ja jetzt schon in die Frage reingesprungen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf sicherheitspolitische Fragen. Wenn wir darauf, und das wird ja auch nächste Woche nochmal so vertieftes Thema sein, was kennzeichnet eigentlich die transatlantische Beziehung? Ist die gemeinsame Arbeit an einer wehrhaften Demokratie, an Infrastruktur, die sich wieder mit ökologischen Investitionen verbinden kann, wenn es gut läuft, sind das gemeinsame Projekte, die auch sicherheitspolitisch Relevanz haben? Das diskutieren wir nächste Woche. Reinhard, jetzt noch eine kurze Abschlussfrage. Oh, jetzt wird es hell bei dir. Wenn du 5 Jahre, die Legislatur geht ja auch noch ein bisschen, wenn du 5 Jahre weiter guckst in der Europäischen Union, in was diskutieren wir dann zum Thema strategische Souveränität? Diskutieren wir es überhaupt noch oder haben wir es schon erreicht oder haben wir was anderes erreicht? Ich glaube, wir werden die Debatte, die, ja, das haben ja beide Referenten auch gerade richtigerweise gesagt, zum Teil schon ideologischen Charakter hat, hoffentlich hinter uns gelassen haben und werden dabei sein, europäische Fähigkeiten und europäische Handlungsfähigkeit praktisch zu exerzieren. Ich glaube, die Verkürzung der Diskussion, wie man sie manchmal in der Öffentlichkeit erlebt, auf die Frage, ob wir eine starke EU brauchen oder starke transatlantische Partnerschaft, ist nicht nur deswegen falsch, weil wir beides brauchen und weil wir keine starke EU haben werden, wenn wir uns von der transatlantischen Partnerschaft abwenden und weil wir auch in der transatlantischen Partnerschaft keine relevante Rolle spielen, wenn wir keine starke EU haben. Aber da kommen Dinge dazu. Ich glaube, wir können nicht operieren, als gelte der Satz, we unite the West and we leave the rest, sondern wir müssen auch über diesen klassischen Tellerrand hinausschauen. Wir müssen darauf schauen, dass wir Partnerschaften entwickeln mit Demokratien weltweit. Wieso gibt es zum Beispiel in Europa keinerlei Aufregung darüber, was die Chinesen im Moment versuchen, mit den Australiern zu veranstalten? Warum gibt es keine stärkere Solidarität gegenüber Kanada etwa? Die sind ja alles Länder, die die Werte mit uns teilen. Und darüber hinaus, glaube ich, müssen wir auch ein multilateraler Anker sein. Das ist die spezifische Rolle Europas, denke ich. Partner für diejenigen Länder, gerade im globalen Süden, die im alten Multilateralismus höchstens die zweite Geige gespielt haben, die in der neuen Welt der Großmachtpolitik nicht am Tisch sitzen, sondern auf der Speisekarte stehen und die aber ein Interesse haben, selber Akteure zu sein und selber eine Rolle zu spielen und auch mitzuentscheiden, wohin unsere Welt sich entwickelt. Und als diese Art Partner für einen Multilateralismus 2.0, in der nicht Euro- oder Westzentriert ist, sondern der Entwicklungs-, Umwelt- und Demokratiezentriert ist, dafür kann die EU, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen. Ich hoffe, das tut sie in den nächsten 5 Jahren mehr als heute. Lieber Reinhard, danke für diese wirklich ermutigende Abschlussvision. Ich hoffe, dass das auch viele unserer Teilnehmenden versöhnt und ermutigt, auch nächste Woche wieder dabei zu sein. Giorgio Franceschini hat sich für ein Schlusswort eingeschaltet und ich danke Reinhard dir und für allen, die die ganze Zeit dabei waren und freue mich auf nächste Woche. Giorgio, over to you. Dankeschön. Danke, Reinhard und Ellen. Ich freue mich auch auf nächste Woche und ich freue mich auch auf übernächste Woche. Und das ist auch die Message, mit denen ich Sie entlassen möchte. Das war der Auftakt der 21. Außenpolitischen Jahrestagung. Aber es geht weiter. Die Donnerstagnachmittage im Januar sind für Sie jetzt gebucht. Sie können nächsten Donnerstag zur selben Uhrzeit und übernächsten Donnerstag ebenfalls zur selben Uhrzeit wieder zu uns dazustoßen. Wir werden da jeweils nächsten Donnerstag
auf die Suche nach einem neuen progressiven Transatlantizismus gehen. Wir werden übernächsten Donnerstag auf die Suche nach der grünen Außenpolitik und nach der grünen Europapolitik gehen, unter anderem mit Annalena Baerbock, und würden uns freuen, wenn viele von Ihnen sich wieder dazuschalten. Die Anmeldungen können laufen über unsere Webseite, und damit kommen wir zum Ende. Wir haben noch eine Bitte an unsere Teilnehmenden, und zwar werden wir jetzt gleich am Ende noch über den Chat einen sehr, sehr kurzen Fragebogen einblenden, einen Evaluierungsfragebogen, wo Sie uns Feedback geben können, was Ihnen gefallen hat, was wir besser machen können. Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder die andere uns hier ein bisschen Feedback gibt. Und damit bin ich bei den Danksagungen angesagt. Ich bedanke mich in erster Linie bei Ihnen, beim Publikum, für Ihre Mitwirkung, für Ihre vielen Fragen, für Ihre interessanten Beiträge im Chat. Und vielen Dank an unsere Panelistinnen, Justine Gotkowska, Martin Conseil, Jana Pullierin, Reinhard Bütikofer und Ellen Überscher. Ich danke ganz herzlich auch dem Tagungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung, der Firma Isimco, die für uns den technischen Support macht. Ich danke dem Akzent-Dolmetscher-Team. Aber ganz besonders danke ich Corinna Fischer und Senta Höfer von unserem Kooperationspartner Global Diplomacy Lab. Ich danke unserer externen Koordinatorin und Beraterin Lena Strauß und natürlich meiner wunderbaren Kollegin Milena Grünewald. Danke, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut, und wir freuen uns auf nächste Woche. Schönen Abend Ihnen allen.